Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Ascent. Und ich bin nach wie vor frustriert aufgrund der allgemeinen Situation. Ja, die Frage ist jetzt, was bringt uns was, was bringt uns nichts? Also ich brauche ein bisschen Zeit, um dieses um hier einen Ausgang zu finden. Zeit, die ich aber gerade nicht so habe. Und weil uns das Wasser ausgeht. Ups. Und ja, da sind wir noch rübergekommen, aber danach wurde es dann schon ja, bisschen erbärmlicher. Gut, was tun? Ich glaube, ich gehe zurück zur Oase und grübel noch mal über meine Worte nach, ob das hier wirklich hier irgendwie so ein Endgame Area sein soll, dass man hier wirklich wieder zurückkommt, sondern nur im Kreis laufen kann. Und das tatsächlich auch sehr schwierig. So, ich lasse noch ein bisschen mehr. Davon hier. Ungefähr die Hälfte. Also, was haben wir jetzt da reingepackt? Irgendwie 23 und 16, 3, 4. Ja, vielleicht brauchen wir 80 dafür. Ich weiß es nicht. Aber so ungefähr da. Was war denn das jetzt? Machen noch im Stein. Und hier muss ich mich übrigens verbessern. Ich habe Aramäisch gesagt. Aber was ich meinte, war natürlich Nabatäisch. Ne? Großer Unterschied. Aramäisch ist die Sprache, die Palästina gesprochen wurde zur Zeit Jesus, und Nabatäisch ist ja auch eine Sprache, aber auch eben die Kultur der Nabatäer, die sich da in, gut, die Aramäisch, also von der Kultur weiß ich jetzt nicht so viel, aber hier bin ich darüber gesprochen. Ne? Hier. Oder von da, da sind wir noch ein bisschen näher dran. Ne? Das sieht etwas besser aus. Ja, die Nabatäer haben halt eben Petra gebaut und eben auch dieses Nabatäische Reich regiert. Gut, ja, zurück in die Oase. Die Entscheidung der Vernunft. Hier habe ich Komponenten vergessen, glaube ich, beim letzten Mal. Oder spawnen die? Spawnen hieß ja auch. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist die Höhle. Das ist natürlich die Höhle. Hier ist es noch eine Komponente. So. Kann ich stacken. Sehr gut. Wie viel brauchen wir denn davon? Trinken wir mal das letzte Wasser und futtern noch was. Dann hier rein in den Tunnel, wobei mir
glaube, ich habe es nicht erwischt. Ich weiß es aber nicht. Weil ich hier aufpassen muss, dass ich nicht wieder in irgendein Loch falle. Aber ich halt mich mal hier. Das geht einfach so schnell. Wo kam die andere Kröte jetzt her? Weiß ich nicht. Da ist zu. Ich halte mich mal hier so ein bisschen links. Ne, das war dieses Fenster. Und das war der Ausgang. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Da geht's runter. Ist das gut? Ich glaube, wir mussten nicht runter, ne? Das sieht verschlossen aus. Was ist das hier? Metall. Wo ist es? Ich bin frustriert von diesem Spiel. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu ungeschickt. Wäre auch eine Variante. Plötzlich weh oder bin ich da? Da müssen wir rein. Was habe ich? So, wenn damit. Das laden wir mal auf. Das laden wir mal wieder auf. Und ja, und eigentlich können wir es komplett einmal da füllen. Können wir es jetzt komplett da lassen. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Oder ist das der Punkt zum hier rüberspringen? Geht es noch ein bisschen tiefer? Könnte das so ein Aufstiegspunkt sein? Könnte, ne? Aber. Diese Löcher da, wo man reinfallen kann. Also. So.
ein Teil, noch ein Teil. Mal gucken, wie wichtig diese Bumper werden. Knarre. Was ist das? Nichts. Sieht nur aus. Da, das Eisen. Da kann man nichts machen. So ein Verband. Ne? Das war der Eingang, was ist da hinten? Moment, hier ist noch ein Loch, oder? Ah ja, ich erinnere mich. Dieses Loch, anders erinnere ich. Und hier, das war so ein ganz unmotivierter, also für meine Begriffe unmotivierter Ausgang, ne? Der uns also nur einen Blick frei gibt auf vielleicht sollte ich auch einfach nur gehen und nicht rennen hier, der uns nur so einen Blick frei gibt auf den Canyon. So, was ist hier? Wissen wir nicht. Da ist der Eingang. Da ist zu. Hier geht's rund, aber da unten ist zu, ne? Ne, da geht's dann wieder hoch. Haben wir hier schon alles gesehen? Da kommen wir auch von unten irgendwie hoch. Aber hier ist nichts. Das ist der Eingang. Da ist zu, da ist zu. Hier Loch, nee. Da ist zu. Also hier rüber, okay, an den hier. Hier den haben wir noch mitgenommen. Also kann ich die nicht zerstören oder brauchen die 10 Treffer? Ich bin... Hier ist zu. Ich glaube so schräg hoch oder schräg runter ist vielleicht nicht... mich an. Es kratzt mich echt an. Und natürlich weiß ich ja, dass es meine Schuld ist. Wir machen jetzt was anderes. Also.
Jetzt mal ein bisschen was anderes. So. Die Landung hat uns dann Health gekostet. Ich mache jetzt hier einen Safe Point hin. Also ich meine, wir wissen ja, dass wir hier irgendwie irgendwo hinkommen. Ja, diese Löcher. Ich brauche mir gar nicht die alte Folge anzugucken, wo wir da waren. Da bin ich auch nur so dumm rumgeeiert. So, hier, hier. Und jetzt speichern. Knarre. Ich lege mir die mal hier hin. Kann man die überhaupt treffen? So, da sind wir hier. So im Loch sterben. Da ist zu, da ist zu. Da sind wir hergekommen. Oh, die scheinen ein paar Treffer zu brauchen. So, Eingang, da ist zu, oder? Da ist nicht zu, hier. War das nicht mehr heller hier drin? Da ist der andere Ausgang. Jetzt versuche ich mich gar nicht. Rote Pilze. Ich habe einen Slot frei. Nehmen wir mit. Brauchen wir die roten Pilze. Ja, ob wir die brauchen. Ich bin jetzt nämlich nicht mehr so überzeugt. Hier ist zu. Hier geht es weiter. Ich bin nämlich nicht mehr so überzeugt von den. Von dem roten. Wo? Da. Von dem roten Kanapa. Weil er die Waffe nicht. Das ist er doch, oder? Ist das so ein. Hier sind Pilze. Weil das ja nicht stärker macht, sondern einfach nur. Was willst du da jetzt machen? Bisher abbauen? Sondern ist das jetzt. Hier so ein Hotspot.
haben wir eh keinen Platz für. Nee. Ich guck mir das Ding an und... Und das habe ich euch jetzt erspart. Diesmal hat es geklappt. Wir sind durchgekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen dem Eisen folgen. Aber... Das ist auch nur so ein Gefühl. Haben wir eine Fackel? Ich weiß gar nicht, ob das hier was bringt. Tja, Home Sweet Home. Den anderen Sack voll. Tja, sind wir zurück hier in unserer kuscheligen Oase. Ich kann die Mangos eh nicht mitnehmen. Bin total voll. Also brauche ich mich hier gar nicht umzugucken. Wo ist das Haus? Ist total dunkel. Ah, hier. Okay. Bananen sind nachgewachsen. Sehr, sehr gut. Hier schmeißen wir das Eisen rein. Wir haben da auch. Ich glaube, das Salpeter haben wir in einem anderen Leben abgebaut. Unsere Krempelkiste. Also für die Bumper. Da können wir noch ein paar bauen. Ne? Verschieben wir mal. Die Pilze. Tun wir mal weg. Das ist. Das wird der nebenan hausen. Teilen. Fitzen, ne? So. So. Ja. Was war das? Zwei von Skorpionen, ne? Aber ich sehe keinen. Doch da. Ich habe die Fackel fallen lassen. Sind ausgewachsen. Ich bin vergiftet. Wieso bin ich eigentlich vergiftet? Ne, das ist ja Beute. Ja, irgendwie hat sich das Kanapa so ein bisschen, das Rote so ein bisschen entmystifiziert, ne? Finde ich. Also für meine Zwecke jetzt. Ich dachte echt, der Jetpack wird dann stärker oder die Waffe wird stärker, aber...
alles nicht so. Ja gut, trotzdem natürlich. Aber ich muss jetzt da kein Aufriss für machen. Ne? Irgendwie erreiche ich das Gleiche über. Vielleicht brauchen wir es mal irgendwo in der hochkonzentrierten Form. Aber wer weiß. Ja, das kann man natürlich auch bei Tag alles besser machen. Mangos. Das ist natürlich wichtig. Stellen wir uns erstmal Snow Sauce. So, keine Ahnung, wo ich das finde. Zum Gegengift wieder her. Ist das mit dem Schreien häufiger geworden oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht kommt er irgendwann mal hier durch die Wand gebrochen. Ich bin ja wirklich froh, wieder hier zu sein, wäre aber auch froh gewesen, wieder zurückzukommen. Und das, scheint eine schwierigere Sache zu sein in dem Spiel. Hier bin ich auch mal von so einem Vieh angefallen worden. Von so einem Skorpion. Ja, die Kanapa-Ernte. Immer wieder ein Highlight. So, meine zweite. Wie, mein Inventar ist voll. Dann muss ich daraus dann doch Tauwerk herstellen. Wieso kann ich kein Tauwerk aufnehmen? Erstmal die Mangos. Noch ein paar Bananen. Ja. So eine Palme können wir noch fällen. Ah, und jetzt wird es unserem Kollegen langsam kalt. Also Zeit ins Bett zu gehen. Ich schmeiße hier mal die Zweige rein. Ja, und das wird dann. Eine langwierige Geschichte, ne? Hier alles aufzubauen und vor
momentan mit den begrenzten Ressourcen. Wir haben ja hier nicht so viel. Da oben, glaube ich, lag mal Schwefel. Ja, aber der ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Also, schwierig. Gut, und mit dieser Zukunftsprognose begebe ich mich dann mal ins Bett. Spieler es meinen könnte oder ob wir vielleicht, aber das ist alles so einbahnmäßig geregelt und wir mussten ja zum Teil, also entweder mache ich da was grundlegend falsch oder haben wir noch die Cannabis-Samen. Die könnten wir auch mal einpflanzen. Vier waren das, ne? Vier Holzbretter. Grundstück. Ich vermisse die Camels, ne? Mit denen war es immer so ein bisschen lebendig. Das ist es ja jetzt nicht mehr so. So. Bauernhof Grundstück. Na? Wieso geht das nicht? Das will nicht so weit nach hinten. Eben ging es auch gerade, hier ging es. Na gut. Tja, sagen wir mal, diesen mein Schaden kann es ja nicht. Das wird diesen Samen mal machen, diesen Dünger mal machen. Aber erstmal mache ich mir hier noch was gegen Gegengift. So, wie war das? Holzkohle 1, rote Pilze 5. Ich glaub, 5 haben wir gar keines Thema. Automatisch erledigt. Tja, dann geht es halt ohne Pilze. So. Füllen. Und jetzt kann ich die Mangos aufnehmen und essen. Also der soll nur noch anschreien. Oder
Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, den haben wir in der Nacht schon abgeahndet. Das auch. Palme, Komma, ohne Funktion. Das ist. Also. Gleich hol ich das Jetpack. Ja. Das hier passiert, wo wir auch Stahl haben. Herstellen. Werkzeug, Stahlaxt, fertig. Aber Leder kriegen wir hier zum Beispiel auch überhaupt keins her. Schon gut, dass ich da einiges mitgebracht habe. Deswegen, ich verstehe das nicht, dass es so schwierig ist. Oder vielleicht stelle ich mich auch einfach nur so blöd an. Wieder zurückzukommen. Ich kann noch zweimal Bananen pflanzen. Weil so richtig autark sind wir ja mit der Oase hier nicht. Ne? Wo? Ja, oder? Gut, dann vielleicht geht es hier wieder in die Steinzeit zurück. Mangos. Mango. Palme. Also die Palmen besteigen, also auf die Palmen klettern meine ich natürlich, nicht besteigen. Aber Berge besteigt man, ne? Oder? Man kann auch auf Berge klettern, ne? Aber man sagt ja nicht die Erstbekletterung des Mount Everest, sondern die Erstbesteigung. Tja, und der Berg ist ja männlich. Die Erstbesteigung des Mount Everest von Sir Edmund Hillary, ne?
der war's. Also wieso sagt man dann Besteigung? Und wieso sagt man Luftfahrt? Ja, wenn man, also Luftfahrt generell und Ballonfahrt. Also man fährt mit einem Ballon. Ja, das sind alles so Sachen. Über die kann man beim Bäumefällen sehr schön mal nachdenken. Noch eine Funktionspalme. Eine funktionslose Palme. Sonne. Scheinbar. Was ist denn hier? Oh, Eisen. Oh gut, nehmen wir mit. Ist günstig. Ich glaube, mein Inventory ist jetzt auch voll. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas übersehen, das war. Durch die Höhle sind wir gekommen. Hinten über den Berg können wir abhauen. So einfach ist das Spiel hier. Ich glaube, der See birgt auch keine Geheimnisse. Habe ich ja schon mal gedacht, wenn man hier auf den Krater ranklettern könnte, vielleicht kommt man da noch woanders hin, aber Inventar ist voll. Dann machen wir das halt drin. Lashings herstellen. Tja, wir haben schon über 30 von dem roten Kanapa. Wir haben schon sehr volle Kisten. Schmeißen wir mal da rein. Und dann ja, machen wir mal weiter. Ne? Ich habe übrigens keinen Frosch gesehen hier. Ja? Oder gehört? Gar nicht. Ne?
Also wird das hier so eine kleine Doppelfolge, weil jetzt einfach nur mit dem Dings fand ich schon ein bisschen unbefriedigend, einfach nur da durch den Gang kriechen. Ich glaube, könnte noch eine Kiste gebrauchen, ne? Ich glaube, für die brauche ich 10. Ja, hier irgendwo hinstellen, in Nähe vom Lagerfeuer. Ja, wenn wir das nicht ganz so dumm platziert hätten, obwohl die Tür können wir eh nicht öffnen. Stellen wir die Kiste daneben, ne? Da passt die hin. Ich brauche noch eins. Und dann Kiste. 4 Stock. Haben wir nicht, ne? Gar nichts. Ich wollte so eine Nahrungskiste mal machen. Da, Kokosnüsse. Und jetzt kann man eine Kiste bauen. Da stopfen wir Nahrung und sowas rein, ne? Da stellen wir noch ein paar Bretter her. Eins, zwei, drei, vier. Wo ist die Kiste? Hab. Hier haben wir noch Nahrungsmittel. Das decke ich mal. Was haben wir hier noch? Nix an Nahrungsmitteln. Hier haben wir so ein paar Stöckchen, die tue ich mal hier rein. Steinchen, Stöckchen. Und na, vielleicht mal die Wedelchen so teilen, herstellen. Seht ihr, wie die Schatten wandern? So ein bisschen um den Berg drum herum bauen, ne? Dass das so eine Kurve gibt. Bananensamen füllen. Da ist noch ein bisschen was drin, das können wir hier reinkippen. Dann wächst die schneller, glaube ich. So. Haben wir einen Tag mit Holzhacken verbracht, ne? Ein bisschen Pflanzen, Holzhacken,
Spitzentag. Da geht die Sonne unter. Und wenn ich mal... Ach, aus dem Fleisch ist noch nichts geboren. Okay. Wenn ich dann mal auf unsere Wanderkarte gucke, also stehe ich vor der Kiste, da habe ich dieses Overlay drin. Wanderkarte. Dann sind wir, jetzt habe ich wieder keine Maus, dann sind wir ja da in dem Krater. Ich hatte schon mal überlegt, von der Kraterwand darüber zu springen, aber wir kommen ja nicht weiter. Wir können mal gucken, ob wir auf diese Kraterwand kommen. Das wäre mal eine Option. Eisen ist auch eine Option. Kohle haben wir damit auch genug. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da den ganzen Holzstamm reinpfeffern müssen. Nochmal für so ein Pulverfass. Holzbrett, Metallbarren, Schießpulver drauf. Zwei Schießpulver. Wie viel Schießpulver haben wir jetzt? Drei. Wir können aber noch welches machen. Okay, dann. Ein Frosch. Vielleicht kommen die hoch. Die sind ja recht. Ist natürlich die Frage, wo hoch? Wo sind wir gekommen? Von da oder von da sind wir gekommen? Okay, dann ist die Karte so richtig rum. Wir sind bloß an der falschen Kraterwand. Die andere bringt uns näher. Das sieht doch gar nicht so, also dass wir da hochkommen, so sieht es doch mal aus. Jetpack, der ist noch gefüllt. Wieso funktioniert der jetzt gerade nicht? Okay, da haben die Entwickler wieder irgendwas hingemacht. Wir sollen hier nicht hoch. Ist jetzt ein bisschen schwach, mit so einer Alpha-Wand zu arbeiten, aber gut, irgendwas muss man ja machen können als Entwickler, um die Leute ein bisschen, aber ich, ja, bin mit der allgemeinen Situation halt jetzt unzufrieden, deswegen nörgle ich auch so rum. Mango. Bananen. Wir können jetzt Bananen ernten. Ja, auch Bananen.
Der kleine Busch ist schon gewachsen. Herrlich. Ach, wenn ich meinen Schrebergarten nicht hätte, ich würde hier eine Krise bekommen. Genau. Wir brauchen kein Eisen, sondern Kohle. Fest, die wir da so formschön hintrapiert haben. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr, was herzustellen. Ich mache mal die Kokosnüsse ab. Dafür haben wir die Kiste hier. Ist ja eine Essenskiste. Habe ich wohl vergessen, hier umzulagern. Noch mal hier rein. Gut. Und jetzt Schießpulver. Wir brauchen Bretter. Das können wir schon mal wieder ablegen. Vielleicht sollten wir uns echt noch so einen Ständer machen für die Rüstung. Eisen 1. Schießpulver. Was fehlt? Ach, ich brauche 3. Okay. So, und fertig ist das erste Fass. Da haben wir noch 3 Holzbretter und ein Eisen. Also können wir noch ein paar Holzbretter machen. Mal gucken, wie sich das deckt. Also das Fass meine ich. Ein Eisen. So, Fass ist fertig. Ich glaube, das war in dem einen letzten Patch gewesen, im einzigen, von dem ich es mitbekommen habe während diesem Spiel, dass man die Sachen besser stacken kann. Wieso ist hier noch ein roter? Keiner. Ob da noch einer in der Pipeline ist. Okay, 2 können wir schon mal stacken. 10 brauchen wir. Das wird sportlich. Allein wegen dem Schwefel. Wie gesagt, da oben hat einer geleuchtet, glaube ich. Oder war der woanders? Oder war der auf der anderen Seite? Da hatte ich mal so einen Schwefelklumpen gesehen. Nicht weit, ne, hier leuchtet nichts. Kommt mehr vom Weiten sehen. Ich weiß, hier in dem Krater gibt es einen Schwefelklumpen, aber.
Gab es in der Höhle noch Schwefel? Ich meine, die können wir erreichen. Oh. Die könnten wir erreichen. Wieso komme ich nicht rein? Ah, jetzt. Aber ja, ich ahne Schwierigkeiten irgendwie und ich habe kein Licht. Moment, was kostet eigentlich so ein Tonerz, Holzkohle, Metallbarren. So was können wir uns doch hier eigentlich mal gönnen. Zwei Metallbarren. Wir haben aber kein. Wir haben aber kein Tonerz, glaube ich. Ne? Das spawnt zwar auch hier irgendwo, aber. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Na, bevor wir noch weiter Trübsal blasen, gehe ich mal ins Bett. Mal gucken, vielleicht bestellen wir das Schwefel bei Amazon oder so. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und versuche zwischen den Folgen noch ein bisschen über die Gesamtsituation nachzudenken. Also, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.